Die Sommerpause ist vorbei. MJ Update Folge 12 ist wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen super Sommer oder ihr habt vielleicht noch einen super Sommer. Einige von euch sind vielleicht noch in den Sommerferien. Wir haben jetzt August. Ja, und in dieser neuen Folge habe ich einiges vorbereitet. Es gibt ein Unboxing. Ich zeige euch die neuesten Vinyls in meiner Sammlung. Es gibt, glaube ich, ganz viele News rund um Michael Jackson, aber auch Veranstaltungen rund um Michael Jackson. Da gehe ich nochmal drauf ein. Und wie immer, lasst uns keine Zeit verlieren. Es ist, glaube ich, eine vollgepackte Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, da sind wir wieder. MJ Update Folge 12. Ich bin euer Harry und ja, liked und folgt mir gerne. Liked den Kanal und folgt mir gerne. Und ja, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich mich zuerst einmal bedanken bei zwei Supports, die dieser Kanal in den letzten Wochen bekommen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Einmal geht der Dank an die Kingvention. Das ist die große Michael Jackson Messe, die dieses Jahr im Oktober in London stattfindet. Und die werde ich auch besuchen. Und die Kingvention hat mich auf ihre Influencer-Liste gesetzt und so auch Werbung gemacht für die Influencer, die dorthin kommen. Das heißt, wenn du auf die Kingvention gehen solltest, werden wir uns da vielleicht sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Und das kam für mich auch überraschend, dass die Kingvention das tatsächlich gemacht hat. Ich habe ja dann doch einen recht kleinen Kanal. Aber sie kannten mich, sie haben mir geschrieben, sie kennen mich, sie haben mich schon verfolgt und ja, deshalb haben sie mich auch auf ihre Influencer-Liste gesetzt. Also nochmal vielen Dank an die Kingvention und I'm very excited to see you in London. Ja, und vielleicht seid ihr ja auch in London und ja, dann können wir da zusammen eine große Michael Jackson Party feiern. Also ich bin mal sehr gespannt und vielleicht gibt es da auch eine Special-Folge von der Kingvention dieses Jahr. Ich werde mich aber auf jeden Fall mal ausrüsten, mal gucken, was da so möglich ist. Und ein zweites Dank geht an MJ Review, der Michael Jackson Podcast aus Deutschland. Den gibt es auf allen Streaming-Portalen, wenn ich das so richtig weiß, auf Spotify. Ich selbst gucke ihn immer hier auf YouTube und da haben sie auch den MJ Review-Kanal. Und bringen dort alle zwei Wochen eine Folge raus. Ich denke mal, ich muss da auch gar nicht viel zu sagen, weil die meisten von euch werden das auch kennen. Und ja, der Michael Jackson Podcast hat eine Folge rausgebracht, wo sie über Michael Jackson YouTuber und Influencer berichtet haben. Das ist die Folge 77. Und das kam für mich total überraschend, weil ich glaube, das ist an dem Freitag erschien die Folge, wo ich in den Urlaub gefahren bin und dann auf einmal höre ich die Folge und dann höre ich da mich drin. Also das fand ich sehr skurril, dass der Michael Jackson Podcast mich da erwähnt hat. Vielen Dank nochmal an, ich glaube, Matthias, Jonas und Jenny, ihr wart in der Folge, dass ihr ja, mich überhaupt erwähnt habt. Es gibt ja so viele zur Auswahl und ja, vielen Dank, dass ihr mich erwähnt habt. Und Jenny, du hast ja auch erwähnt, dass du auf der Kingvention sein wirst, wenn du das hier hörst oder siehst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich da kennenzulernen. Also, ja, lasst uns jetzt in die Themen einsteigen. Fangen wir einmal an. Sommerzeit, Urlaubszeit, habe ich gerade ja auch schon mal erwähnt. Wir haben jetzt August und ich selbst war auch im Urlaub. Dieses Jahr ging es nach Barcelona und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich in den Urlaub fahre, steht bei mir immer fest auf dem Plan, ich muss dort in die Plattenläden. Ich muss dort gucken, was gibt es da. Und das ist immer Tradition, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich gucke immer nach, wo gibt es den nächsten Vinyl-Shop. Weil in den lokalen Secondhand-Vinyl-Plattenläden findet man immer Sachen, die man ja hier in Deutschland nicht findet oder auch generell, die man noch nirgendwo gesehen hat. Und so war es auch dieses Jahr. Barcelona, Riesenstadt, da gibt es unglaublich viele Plattenläden und ich war jetzt schon ein paar Mal in Barcelona. Ich kenne mich da ein bisschen aus und weiß, wo die Plattenläden sind, wo man hingehen kann. Wechselt natürlich auch immer mal. Aber ich habe auch dort dieses Jahr mal wieder was gefunden und das zeige ich euch jetzt. Und hier habe ich meinen Gabentisch. Jetzt zeige ich euch zuerst einmal eine spanische Maxi-Single von Adios Amor de Verano. Auf Wiedersehen, meine Liebe des Sommers oder
ja, des Sommers. Das ist Spanisch und heißt natürlich übersetzt Farewell My Summer Love. Das ist die spanische Maxi-Single von dem Lied. Eine 7-Inch-Vinyl, die habe ich in einem Secondhand-Plattenladen gefunden. Ja, das ist die reguläre Vinyl mit einem spanischen Titel drauf. Hat mich 5 Euro gekostet. Erschienen 1984 in Spanien und war noch in einem sehr guten Zustand. Also, das ist die erste Single. Danach habe ich die Single Show You The Way To Go von den Jacksons. Ich mache sie auch noch mal auf. Die ist hier noch sehr gut verpackt. Da ist sie. Das ist der deutsche Print von 1976. Genau, Show You The Way To Go und auf der B-Seite ist Blues Away. Auch eine 7-Inch Maxi-Single. Als nächstes ist eine Promo in meiner Sammlung und zwar die spanische Promo von Remember The Time. Erschien 1992 und auf der einen Seite ist der Song und auf der B-Seite ist einfach nichts drauf. Also bei Promos ist das üblich, dass eine Seite ist der Song drauf und die B-Seite, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da ist nichts drauf. Da sind keine Rillen, die ist einfach nur schwarz. Hergestellt in Spanien, in Madrid steht drauf. Die hat mich 9 Euro gekostet und wird auf Discogs auch ungefähr zu diesem Preis gehandelt. Und hier haben wir den größten Schatz, den ich in Spanien im Plattenladen gefunden habe. Das ist die Promo von I Just Can't Stop Loving You. Allerdings ohne die spanische Version. Das wäre natürlich super gewesen, wenn die da auch noch drauf gewesen wäre. Das ist die Promotion-Single, die an Radiostationen ausgeliefert wurde. Und auch hier ist es genau das Gleiche. Auf der einen Seite ist der Song with spoken intro, also mit diesem gesprochenen Intro. Und auf der Rückseite ist wieder nur schwarzer Vinyl in glänzender Form ohne Rillen. Ja, die war auch am teuersten. Die hat mich 30 Euro gekostet und liegt auch laut Discogs, ist die bis maximal 32 Euro wird die aktuell gehandelt. Ja, das sind die 4 Vinyl 7-Inch-Platten, die ich in Spanien gefunden habe. Dann habe ich hier gerade noch ein neues T-Shirt an. Beat It. Auch das habe ich in Spanien gefunden, in Barcelona. Und zwar in Spanien ist das gar nicht unüblich, dass diese Second-Hand-CD-Läden auch T-Shirts anbieten. Da gibt es dann auch ganz lange Reihen mit Tour-T-Shirts oder auch ja, offiziellen und nicht offiziellen T-Shirts, die dort Second-Hand verkauft werden. Und da habe ich dieses Beat It T-Shirt gefunden. Und ich selbst merke es, das sitzt ein bisschen eng. Das ist Größe M, das passt mir normalerweise. Aber das würde ich doch sagen, es ist eher S als M, weil es sitzt doch sehr, sehr stramm, was man vielleicht auch erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz, für die heutige Folge wollte ich das auf jeden Fall anziehen. Und das ist nicht offiziell. Ich habe nochmal nachgeschaut. Hier gibt es nirgendwo den Triumph Siegel, der immer sagt, ob ein Merchandising-Artikel offiziell ist oder nicht offiziell ist. Und hier ist er eben nicht drauf und daher ist es eben ein nicht offizieller Artikel. Die Maxis hier, die 7-Inch-Maxis, die sind alle offiziell. Hier in Deutschland habe ich noch eine CD gefunden, die neu in meine Sammlung reingekommen ist. Das ist diese 2007 erschienene Greatest Hits CD aus der Motown-Zeit. Die Color Collection Michael Jackson mit einer lilafarbenen Vinyl-Design-CD. Es ist kein Vinyl, es ist eine ganz normale CD. Und hier befinden sich die üblichen Songs drauf, die immer auf solchen Zusammenstellungen zu hören sind. One Day in Your Life, Rockin' Robin, Got to Be There, Ben, My Girl und so weiter. Also die Solo Alben, die Solo-Songs aus den Michael Jackson Solo-Alben der frühen 70er Jahre, die bei Motown erschienen sind. Da sind hier quasi die Greatest Hits drauf. Ja, das sind die neuesten Michael Jackson
Artikel, die in meine Sammlung jetzt über den Sommer reingewandert sind. Und jetzt habe ich ein Unboxing und da gucken wir jetzt mal zusammen rein. Mal gucken, was da drin ist. Ja, ich habe das, da ist schon offen. Ja, das war vorgestern im Briefkasten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Beziehungsweise nicht im Briefkasten, das hat mir an der, das wurde mir übergeben, weil hier muss ich noch was nachbezahlen. Da, das steckt keiner in den Briefkasten. Und jetzt gucken wir mal rein, was da drinnen ist. Oha. Oha. Da habe ich was. Tada! Meine erste Funko Pop Figur. Niegelnagelneu erschienen. Funko Pop sind diese kleinen Figuren. Und das hier ist eine Spezial Edition. Von Funko Pop gibt es nämlich eine ganze Sonderserie von Figuren, die passend zu einem Album hergestellt werden. Das gibt es hier von Michael Jackson, aber auch von anderen Künstlern machen die das. Das habe ich schon gesehen von Cyndi Lauper, David Bowie, Queen. Und das ist die Nummer 56 aus dieser Serie und die dreht sich um das Bad Album. Ich zeige das mal von allen Seiten. Wirklich sehr schön aufbereitet. Gefällt mir richtig gut. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, kann man das aufmachen? Ich versuche mal reinzuschauen. Hier ist jetzt eine Folie drum. Hier sieht man auch Triumph International, also ein offiziell, also das ist ein offiziell vom Michael Jackson Estate lizenziertes Produkt. Und an die Figur selbst kommt man jetzt gar nicht so gut dran. Ich müsste jetzt diese Folie abmachen. Dann ist hier mit einem Schraubenzieher, kann man hier was entlösen. Wahrscheinlich ist die Figur hier mit einer kleinen Schraube festgezogen. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt die Folie abmache, könnte ich die hier bestimmt auch aufmachen, die Figur rausholen und die Figur irgendwo hinstellen oder mit der Figur auch spielen, wenn mir danach wäre. Aber das mache ich jetzt in der Tat nicht. Also ich habe damit schon gerechnet, dass ich die Funko Pop Figur haben wollte. Ich wollte schon immer, auch die vorherige Serie, war ich immer interessiert, nur die ist mir zu teuer mittlerweile. Da kosten die Figuren teilweise 500 Euro, wenn man die auf eBay sucht. Und das ist jetzt eine neue Serie, die jetzt dieses Jahr im Sommer nach und nach rauskommt. Das ist auch die erste von, ich glaube, 5 Figuren. Ich habe mir noch ein paar andere bestellt, die sollen jetzt auch irgendwann kommen. Und ja, bin ich sehr happy. Ich gucke nochmal die Figur an. Ja, das ist typisch, dass diese Figuren so einen großen Kopf haben. Die Figur hat auch wie Michael auf dem Cover Locken im Gesicht. Die Figur hat das Bad Outfit an und sieht damit auch sehr, sehr cool aus. Also ich persönlich, mir gefällt das. Ist ein cooles Sammlerstück. Und wenn die Serie noch größer wird durch die anderen Figuren, die ich dann hier sicherlich auch mal zeigen werde, hat man irgendwann so eine richtige Funko Pop Michael Jackson Figurensammlung. News, News, News. Jetzt gibt es den Newsüberblick. Fangen wir direkt an und zwar nochmal einen gebündelten Zusammenfassung zu Kingvention. Da werde ich ja dieses Jahr auch vor Ort sein. Ich habe mir für beide Tage Tickets geholt. Da gehört auch eine Abendveranstaltung zu, eine Michael Jackson Party und ganz viele Influencer haben sich ja mittlerweile über die verschiedenen Kanäle, die auch von der Kingvention beworben wurde, gemeldet, die dort eben auch hingehen. Und
Es gibt Gastredner, die mit Michael Jackson zusammengearbeitet haben, die dort auch etwas über ihre Zusammenarbeit erzählen werden. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesagt. Da wurden ein paar veröffentlicht. Mittlerweile ist aber jetzt die komplette Liste veröffentlicht. Und ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Wir haben einmal Nicholas Pike, das ist ein Komponist, der hat den Score, also die Filmmusik, die im Hintergrund läuft, also nicht, wenn die eigentlichen Lieder laufen, sondern wenn die Hintergrundfilmmusik läuft, da hat Nicholas Pike eben zu Ghosts und zu dem Song You Rock My World diesen Score, diese Filmmusik gemacht. Dann haben wir Rupert Wainwright, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein britischer Filmemacher und der hat damals den Teaser, den Werbefilm zum History Song gedreht und auch er wird auf der Kingvention über diese Zusammenarbeit mit Michael Jackson erzählen. Als nächstes haben wir John Van Nest, das ist ein Toningenieur, der von 1979 bis 1997 mit Michael Jackson an den Alben Bad, Dangerous, History und Blood on the Dance Floor gearbeitet hat. Auch er berichtet über seine Zusammenarbeit. Und jetzt zuletzt hat noch Craig Lamont Parks zugesagt. Das ist ein Michael Jackson Double. Der hat auf verschiedenen Filmsets Michael Jackson gedoubelt, so lange bis dann der echte Michael kam und dann die Originalszenen gedreht hat. Das ist auf Filmsets üblich, dass es ein Body-Double gibt von dem eigentlichen Schauspieler, mit denen schon mal geprobt wird, mit denen die Lichteinstellungen getestet wird. Und Craig Lamont Parks war eben Michael Jacksons Double auf verschiedenen Filmsets eben in der Vorbereitung, bis der echte Michael ankam. Und auch er hat offenbar Michael Jackson kennengelernt, hat ihn an Filmsets erlebt und wird eben auch berichten, wie diese Zusammenarbeit mit Michael Jackson war. Und damit haben wir hier die Liste der Personen, die auf der Kingvention über Michael Jackson, also die Gastredner, die auf der Kingvention über Michael Jackson reden werden. Dazu sind noch verschiedene Merchandising-Stände, es gibt eine Ausstellung, es wird Moonwalker am zweiten Tag gezeigt und eine ganze Reihe von bekannten Influencern sind da. Hector Bayot aus Frankreich, aus Japan hat sich Nebuyuki Mamose, ich spreche es sicherlich falsch aus, bitte verzeih mir, er wird auch da sein. Und das Besondere ist bei ihm, er hat auch auf YouTube hier einen Kanal, er bringt eine kleine Ausstellung mit. Er wird seltene japanische Sammlerstücke in England auf der Kingvention ausstellen. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil in Japan gibt es schon richtig coole Sammlerstücke. Und da bin ich sehr gespannt, was er mitbringt und ausstellen wird. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn ich werde ja auch da sein, wie ihr schon mitbekommen habt. Die nächste Veranstaltung findet in Deutschland statt, und zwar in München, und die heißt In the Studio with Michael Jackson. Und das kennt ihr vielleicht noch, das gab es letztes Jahr im Sommer auch hier in Köln in den Dirks Studios. Das ist das Michael Jackson Seminar von Brett Sundberg, der Toningenieur, der mit Michael Jackson viele Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. Der erzählt über seine Zusammenarbeit mit Michael Jackson. Und jetzt findet so ein Seminar dieses Jahr im September, und zwar am 8. und 9. September in München statt. Das heißt, wenn euch das interessiert, In the Studio with MJ, Brett Sundberg. Dort wird er verschiedene Seminare bietet er an, Samstag, Sonntag. Ein Seminar findet am Samstagabend statt. Das ist von 18 bis 21 Uhr und das steht unter dem Motto Alben, die du liebst, Bad Dangerous History. Also das ist eine Abendveranstaltung. Und am nächsten Tag, an dem Sonntag, den 9., geht die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr und heißt Hinter den Kulissen von. Und zwar hinter den Kulissen von Captain EO, hinter den Kulissen von Man in the Mirror und Smile. Da werden sicherlich berichtet ja über die Zusammenarbeiten zu diesen Songs oder zu diesem Video. Und es gibt auch da am zweiten Tag eine Abendveranstaltung, 18 bis 21 Uhr. Da gibt es eine visuelle Tour durch Neverland. Und
ja, das ist das Programm, was euch in München erwartet. Am 7. und 8. Oktober findet hier in Köln das nächste Michael Jackson Seminar statt. Und zwar steht das unter dem Motto Making History with MJ. Das findet wieder hier in Köln in den Dirks Studios statt, da wo auch letztes Jahr das Seminar von Brad Sandberg in the Studio with MJ stattfand. Dieses Mal ist das aber nicht mit ihm im Zusammenhang. Das ist ein ganz anderes Seminar, das hat nichts mit In the Studio with MJ zu tun. Das Seminar dieses Jahr in den Dirks Studios wird organisiert vom französischen On the Line Team und dieses wird geleitet von Brad Baxter, das ist Keyboarder und Komponist, und von Michael Prince, Songwriter und auch ebenfalls Produzent, und von der Gitarristin Jennifer Batten. Und alle, Brad Baxter, Michael Prince und eben Jennifer Batten, haben natürlich alle mit Michael Jackson viele Jahre lang zusammengearbeitet. Und dieses Seminar wird von diesen dreien begleitet. Und das geht auch über 2 Tage, Samstag, Sonntag. Am Tag 1 wird Brad Baxter und Michael Prince das Seminar leiten. Michael Prince ist übrigens nicht verwandt mit Michael Jackson, hat auch nichts mit seinem Sohn Prince Michael Jackson zu tun. Das ist, der, wie der Zufall so will, Michael Prince ist ein eigenständiger Produzent, Songwriter, der mit Michael Jackson eben viele Jahre lang zusammengearbeitet hatte. Und an diesem ersten Tag werden die beiden in den Dirks Studios ein Seminar abhalten über ihre Zusammenarbeit mit Michael Jackson. Und am zweiten Tag, an dem Sonntag, kommt auch noch Jennifer Batten dazu und wird eben ebenfalls das Seminar unterstützen. Und dann erlebt ihr noch ein Behind the Control Desk. Das wird wahrscheinlich sein, da wird man eingeführt, wie Michael Jackson, ich vermute das jetzt nur, in diesem Studio, weil in den Dirks Studio hat Michael Jackson 1996 am Song Ghosts gearbeitet, wird wahrscheinlich vor Ort gezeigt, wo Michael Jackson saß, welche Knöpfe er betätigt hat und deshalb hinter dem Control Desk, das heißt hinter dem Pult, wo die Regler sind, und da gehen, nehme ich mal an, die Veranstalter Michael Prince und Brad Baxter genau auf diese Situation ein. In der Schweiz findet am 18.11. die Michael Jackson Night 2023 statt, organisiert vom Schweizer Michael Jackson Fan. Ich vermute, das ist auch der gleiche, der die Schweizer Fanseite betreut. Müsste ich nochmal recherchieren, ich glaube, das ist so. Und ja, was einen da genau erwartet, wird noch veröffentlicht, aber wer am 18.11. in der Schweiz ist, Details zum genauen Programm, die werden auf jeden Fall noch folgen. Also die ganzen Michael Jackson Veranstaltungen zusammengefasst: Kingvention in London Ende Oktober, dann haben wir In the Studio with MJ, das Brad Sandberg Seminar in München, dann haben wir Making History with MJ, das Seminar hier in Köln vom französischen On the Line Team. In der Schweiz haben wir den Michael Jackson, die Michael Jackson Night 2023. Und in Österreich, in Graz, da gab es auch noch die Michael Jackson Event im September. Ich suche nochmal das Datum raus, verlinke ich euch hier auch rein. Das heißt, wir haben ein ganzes Bündel an Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Und eigentlich auch viel mehr los, als ich eigentlich dachte. Falls ihr irgendwas macht, teilt das doch mal gerne mit. Seid ihr auf einer Veranstaltung? Habt ihr vor, irgendwo hinzugehen? Und ja, jetzt schon mal viel Spaß. So, jetzt gibt es noch ein paar neue Merchandising-Artikel. Eine habt ihr ja gerade gesehen. Michael Jackson, Funko Pop, Bad. Und jetzt gerade letztes Wochenende wurde die, ich glaube, 4. oder 5. Funko Pop vorgestellt. Die ging nämlich in den Verkauf. Neben den ganzen Figuren gibt es auch hochwertige Figuren, während diese Funko-Pop-Figuren bezahlbar sind. Ich glaube, das hier hat 30 Euro gekostet, die kleinen kosten irgendwie 12 Euro. Gibt es auch eine sehr hochwertige Figur, die von Blitzway in Südkorea hergestellt wird. Die wurde jetzt angeteasert in den letzten Monaten. Eine sehr hochwertige, authentische Michael Jackson-Figur, die in einem, ich weiß nicht, einen gewissen Maßstab Michael Jackson nachempfunden wurde. Und dabei handelt es sich um die Eröffnungsszene der Dangerous Tour, wenn Michael Jackson aus dem Boden hochspringt und still steht. Diese Situation wurde neu nachempfunden und vom Blitzway nachgebaut.
Und ich habe mir das Video angeschaut auf deren Seite. Das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Und auch Hector Bajur hat ein Video dazu schon hochgeladen und was zu dieser Figur erzählt, was er auch aus den Videos gesehen hat. Er hat sich die auch direkt bestellt. Ich selbst werde mir die nicht bestellen, weil die sprengt einfach mein Budget. Die Figur kostet, ich glaube, die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal mit so einem Display hinter, was diese Beleuchtung auch der History Tour, der Dangerous Tour nachempfunden wurde. Das liegt auf jeden Fall zwischen $700 bis $1,100. Also es ist richtig teuer. Wer sowas gerne sammelt und in seiner Sammlung haben möchte, kann sich da mal umschauen. Das ist, glaube ich, auch limitiert. Und ich verlinke euch das hier rein, da könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Dann hat Qin Shang, bekannt auf Twitter, ein chinesischer Michael Jackson-Fan, gepostet, dass in Shanghai aktuell eine Ausstellung stattfindet, wo auch eine ähnliche Pose wie diese Blitzway-Figur auf einer Ausstellung eine Michael Jackson-Statue ausgestellt wird. Die Figur hat in Art hergestellt und wird in Shanghai eben auf einer, ich nehme mal, Kunstausstellung aktuell ausgestellt. Nächste News, es gibt Erfolgsmeldungen aus Chicago, und zwar das Michael Jackson MJ Musical ist in den USA auf Tour. Es spielt jetzt von jetzt Anfang August bis Anfang September in Chicago in Nederland Theater, und die ersten Vorstellungen waren ausverkauft und man hat in den Social Media erste Reaktionen gesehen von Michael Jackson Fans, die das Musical dort besucht haben. Also die Erfolgsgeschichte von MJ the Musical geht auf jeden Fall weiter. In der nächsten News geht es um das Auktionshaus Noble Art Lovers. Da geht es um Skulpturen, die auf Neverland standen. Da gab es auch eine längere Hintergeschichte zu. 2008 sind einige Gegenstände in die Auktion gegangen. Dann gab es einen Einspruch, die Auktion wurde gestoppt. Ein paar dieser Gegenstände wurden aber damals verkauft. Da war Michael Jackson und Neverland, hatten da ja zu der Zeit auch Geldprobleme. Er war nicht so flüssig und deshalb sind da ein paar Gegenstände in die Auktion gegangen, was aber dann gestoppt wurde. Und ein paar Gegenstände, die tatsächlich verkauft wurden, die durch die Auktion verkauft wurden, wurden auch tatsächlich verkauft. Da hat man dann auch keinen Rückzieher gemacht. Und der Verkäufer oder der, die diese Skulpturen damals gekauft hat, der hat jetzt diese Skulpturen jetzt ganz aktuell wieder in den Verkauf gegeben. Der will sich wohl gerade davon trennen. Das heißt, es gibt aktuell in diesen Noble Art Lovers Auktionshaus gibt es Auktionen, wo man verschiedene Skulpturen kaufen kann, die auf Neverland mal standen. Ich verlinke euch das hier auch rein, wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch mal reingucken. Am 21.06. hat Paris Jackson ein unveröffentlichtes Foto auf ihren Social Media Accounts veröffentlicht zum Vatertag und auch wahrscheinlich zum Todestag ihres Vaters. Das zeigt Paris, Blanket und Prince zusammen mit Michael, ihren Vater, wie sie zusammen Kuchen backen. Also auch wieder eine sehr emotionale Geschichte von Paris, wie sie eben, wo man einfach auch sieht, dass die Familie eine ganz normale Familie war, weil viele halt den Anschein haben, dass sie keine normale Familie waren, zeigt Paris, aber auch Prince immer wieder in der Öffentlichkeit, dass dort alles so normal war wie überall auch. Es wurde gebacken und zum Vatertag hat Paris eben ein neues Foto veröffentlicht, das sie mit ihren Geschwistern und ihrem Vater zeigt. Anlass zum Todestag, da gab es auch ein Video von A German in Venice. Da gibt es einen Deutschen, der in Los Angeles lebt und er ist auch Michael Jackson Fan. Von ihm gibt es hier auch einen YouTube-Kanal und der veröffentlicht immer wieder Videos mit Michael Jackson Themen. Und er hat zu Michael Jacksons Todestag hat er sich auf Forest Lawn, auf den Friedhof begeben, wo Michael Jackson begraben ist, und hat dort einfach eine Stunde lang Material zusammengeschnitten von all dem, was er gefilmt hat. Und das Video ist wirklich sehr sehenswert, weil da eben sehr viel passiert. Da ist unter anderem einer der Tänzer aus dem Beat It Video, der auch an Forest Lawn ist und zusammen mit den Fans sich zeigt.
Das MJ Fangirl ist dort und da ist einfach super viel los. Da sind ganz viele Fans zusammen, die dorthin gereist sind. Aus allen Teilen der Welt findet man dort Fans, die dort zusammenkommen und eben Michael Jackson gedenken. Jetzt habe ich so einen kleinen News-Überblick über Künstler oder Prominente, die was über Michael Jackson in den letzten Monaten gesagt haben. Da gibt es einmal eine Geschichte von Fancy. Fancy ist ein deutscher Musiker, der hat in den 90ern einen Michael Jackson Song geremixed, und zwar dieses Lied, das Michael Jackson für Siegfried und Roy aufgenommen hatte. Und Fancy hat damals durfte mit diesem Song ein paar Remixe machen. Da erzählt er selbst, ich glaube in einer Münchner Abendzeitung, also irgendeiner bayerischen Zeitung, erzählt er darüber. Und auch der Michael Jackson Podcast hat von Fancy eine Nachricht bekommen, wo er eben über diese Zusammenarbeit berichtet. Auch sehr hörenswert, ich verlinke euch das hier rein. Dann haben wir Dr. Dre, das ist ein amerikanischer Rapper oder Dre, also Dre, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Er hat erzählt, dass das Lied If I Told You That, das Whitney Houston auf ihr Album My Love Is Your Love oder It's Not Right, It's Okay, weiß gerade nicht, wie das Album heißt, da gibt es auf jeden Fall dieses Lied If I Told You That, das war ursprünglich als Duett zwischen Whitney Houston und Michael Jackson vorgesehen. Es wurde 97 aufgenommen, meine ich, 96, 97, das war die Zeit, in der Michael eben auf der History Tour war. Letztendlich gesungen mit Whitney hat es George Michael, also ein anderer Michael. Dann gibt es noch eine Geschichte über Prinzessin Stephanie von Monaco. Die war auf einer AIDS-Gala in Monaco, und zwar der Fight AIDS-Gala 2023, und hatte dort ein Michael Jackson T-Shirt an. Mit diesem Michael Jackson T-Shirt hat sie eben auch eine Rede gehalten und dem Publikum das erste Mal auch überhaupt bestätigt, dass sie damals mit Michael Jackson zusammengearbeitet hat, und zwar in dem Song In the Closet. Das hat sie vorher noch nie gemacht, also auch hier das erste Mal eine Bestätigung, dass sie es tatsächlich war, weil im Booklet steht ja nur Mysterious Girl. Prinzessin Stephanie wurde da nie namentlich genannt. Jetzt hat sie das erste Mal das selbst bestätigt. Und sie erzählt auch noch ein bisschen darüber, dass Michael Jackson sie auch inspiriert hat, Charity zu machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie erzählt auch, dass sie ja für Michael Jackson vielleicht auch hätte mehr da sein können, als es ihm nicht gut ging. Das reflektiert sie sich auch in so einer Rede, was ich sehr bemerkenswert fand. Und sie stellt halt auch fest, dass Michael Jackson auf der Bühne der großartige Superstar, der King of Pop war, aber abseits der Bühne eben ein zerbrechlicher kleiner Vogel. Und sie sagt aber auch zum Schluss, so ist aber nun mal das Leben, ich konnte nicht für ihn da sein, und spielt wahrscheinlich auch darauf an, dass sie auch selbst eigene Probleme hatte oder ein eigenes Leben zu leben hatte, das sie ordnen musste. Als nächstes haben wir Slash, der hat in dem Coming Soon Magazin oder Internetseite auch über seine Arbeit mit Michael Jackson erzählt und nimmt Bezug auf die Aufnahmen zu seinem Part in Given to Me auf dem Dangerous Album. Da spielt er ja das Gitarrensolo, und da erzählt er, dass jeder sein Ding gemacht hat und dass sie auf Augenhöhe miteinander gearbeitet haben. Die haben sich getroffen im Studio, sie haben erzählt, die hatten, glaube ich, noch einen Lunch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann ist Michael gegangen und hat ihn machen lassen. Slash hat sich das Material angehört, hat eine Viertelstunde gespielt und ist dann gefahren. Und am nächsten Tag hat er einen Anruf von Michael bekommen, der total begeistert war und gesagt, Slash, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und Slash hat wirklich nochmal festgehalten, das war eine Arbeit auf Augenhöhe und war davon total begeistert, wie man mit Michael Jackson zusammenarbeiten konnte. Ein Update zum Michael Jackson Biopic. Aktuell hat Prince Michael, also der Sohn von Michael Jackson, ein Foto geteilt in den sozialen Medien, was ihm bei der Präproduktion des Albums zeigt, des Films zeigt, nicht des Albums. Und ja, das zeigt auf jeden Fall, dass es vorangeht, dass was stattfindet. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, stehen in den USA gerade Streiks an, oder wir befinden uns mitten in Schauspielerstreiks. Viele Künstler
sind gerade am Streiken, viele Schauspieler sind am Streiken oder eigentlich alle Schauspielgewerkschaften sind in den USA am Streiken. Hollywood liegt lahm, es wird nichts gedreht, weil eben faire Löhne und die großen Schauspieler, die viel Geld verdienen, solidarisieren sich mit den kleinen Schauspielern. Und ja, da müssen wir jetzt auch nochmal abwarten, wie es da weitergeht, weil wenn Hollywood streikt und der Film wird nun mal in Hollywood gedreht, Los Angeles, Beverly Hills und so weiter, wird auch der Film darunter leiden und es wird eventuell zu Verzögerungen kommen. Ich bin nicht upgedatet, wie das mit dem Streik aktuell weiterläuft, aber es kann sein, dass das Michael Jackson Biopic dadurch eben verschoben wird. Und da müssen wir einfach nochmal abwarten, wie sich die nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Letzte News hat was hier mit dem Buch zu tun, Michael Jackson, King of Style. Da gibt es eine neue Folge zu diesem Thema Michael Jacksons Outfit von John Branca und Michael Bush, Michael Jacksons Designer. Die haben aktuell am Sonntag vor 2 Tagen haben sie eine Folge veröffentlicht auf den offiziellen Michael Jackson Kanal. Und da läuft ja schon länger nichts mehr Neues. Und jetzt hat man ein Format gefunden in einer Art Talkshow mit Gästen. Berichten sie über Michael Jacksons Outfit und Einfluss in der Modewelt. Und ich habe mir die Folge noch nicht komplett angeschaut. Ich glaube, das ist ganz okay, das ist schnell zusammengeschnitten, das ist halt wie so eine Talkshow. Und an der Stelle sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Das war MJ Update Folge 12. Bitte folgt mir, liked gerne diese Folge, wenn euch das gefallen hat. Und wir sehen uns wieder zur Folge 13. Also, bis bald, ciao!